So, hallo und willkommen zu einem neuen Video der Geldakademie. Ich bin David und heute in meinem zweiten Video wollen wir über Etsy reden. Etsy als Einnahmequelle, als passive Einnahmequelle. Das heißt, wir wollen nicht eigene Produkte herstellen, eigene physische Produkte herstellen, die wir dann verschicken müssen. Bei denen wir Retouren bekommen können, bei denen wir Probleme bekommen können mit den Käufern, sondern wir wollen rein digitale Produkte verkaufen. Was sind digitale Produkte auf Etsy? Das sind einfach Produkte, die man runterladen kann als PDF-Datei oder auch als bearbeitbare Datei. Und welche verschiedenen Nischen es gibt, in welche Richtung man gehen könnte. Das will ich euch heute aufzeigen. So, die erste Nische, die es gibt, sind digitale Planer. In diesem Fall ein digitaler Planer, den man dann direkt auf dem iPad benutzen kann oder auf dem Smartphone benutzen kann. Dadurch kann man zum Beispiel seine Woche aufgliedern, kann planen, was man heute einkauft. Also alles Mögliche, kann Fotos hinzufügen und kann eben diese Datei digital downloaden, wie man hier sieht. Und oftmals kann man auch selber nochmal die Datei bearbeiten, auf Canva zum Beispiel, um selber noch die Datei nach seinen Ansprüchen zu bearbeiten. Und hier haben wir zum Beispiel ein Shop, der extrem viele Verkäufe macht. Und wie man auch sehen kann, weiter unten, die haben sich spezialisiert auf alle möglichen verschiedenen Planern in allen möglichen Variationen. Und man kann sich auch mal kurz ausrechnen, was dieser Shop schon verdient hat. Weil man sieht eben rechts oben immer die Verkäufe. Und die wären in diesem Fall bei 64.709 Verkäufe. Wir können ja mal von einem Durchschnittspreis ausgehen von 10 Euro pro Verkauf. Dann wäre das ein Umsatz von 647.000 Euro. Jedoch müsst ihr wissen, darauf fallen noch Gebühren an. Und die Gebühren sind zum Beispiel fürs Hochladen, für Transaktionen, für die Zahlungsabwicklung, für Werbung. Und da könnt ihr pauschal mal 25% rechnen. Jedoch variiert diese Zahl stark, je nachdem, wie viel Werbung ihr schaltet. Aber wenn jetzt der Shop 25% Gebühren hat, dann kommt der schon auf einen Gewinn von 485.000 Euro. Was für ein Etsy-Shop schon enorm ist. So, dann kommen wir zur nächsten Nische. Das sind sogenannte Meilensteintafeln. Hier als Beispiel haben wir von Leon der erste Geburtstag. Und dann kann man eben alle relevanten Eigenschaften, Daten aufschreiben, was zum Beispiel zum Leon passt, der jetzt ein Jahr alt geworden ist. Und das kann man zum Beispiel variieren auch für den 18. Geburtstag. Also für verschiedene Abschnitte im Leben kann man verschiedene Templates anpassen. Und wie man hier sieht, eher noch ein kleinerer Shop. Jedoch 151 Verkäufe sind auch nicht nichts. Wenn wir jetzt mal runterschauen auf den Shop selber, wieder ein Thema, verschiedene Meilensteintafeln. Also es macht auch oft Sinn, wenn man jetzt selber einen Shop eröffnet, dass der Shop immer sich in einem Thema bewegt, damit eben auch so Cross-Selling-Effekte stattfinden können. Wenn jemand dann auf den Shop schaut und hat schon Interesse an einem Produkt und sieht ein neues Produkt, was er dann auch noch kaufen könnte. Deswegen, wenn ihr auf Etsy einen Shop macht und ihr wollt verschiedene Themen aufgreifen, dann macht am besten auch verschiedene Shops. Und ja, also gerade die Nische ist noch ziemlich klein. Und ich denke auf jeden Fall, da wird noch Potenzial da sein. Und ja, wie ihr seht hier, auch als digitaler Download, gute Bewertungen. Ja. Dann die dritte Nische, ganz klassisch, was jetzt auch zum Beispiel
zum Schulanfang passt, was es jetzt im Moment im August noch am relevantesten eigentlich ist oder sehr gut laufen würde. Und gerade so Stundenpläne, Stundenplan, Templates zum Download sind kein Riesenaufwand zu erstellen, wie man die auch erstellen lassen kann. Das zeige ich euch nachher, später im Video. Und ja, wie ihr auch hier seht, Option auswählen. Ihr könnt es auch euch zuschicken lassen, also als Produkt. Aber damit ist eben für uns als Verkäufer immer ein höherer Aufwand gegeben, den wir eigentlich nicht haben wollen. Deswegen hier als digitale PDF-Datei 2,49 € fairer Preis, würde ich sagen. Und ja, die haben eben auch schon 230 Verkäufe. Und ja, das wäre die dritte Nische. Bei der vierten Nische sind zum Beispiel Junggesellenabschiedsspiele. Also sehr geschickt, gerade wenn man irgendwie unterwegs ist zum Beispiel. Man ladet sich's runter als PDF-Datei, druckt es aus und die sind eben dann auch schön formatiert, also sehr ansprechend. Und da eben das Gleiche, man kann sich verschiedene Spiele im Internet zusammensuchen. Es gibt da endlos Spiele für Junggesellenabschiede, pickt sich dann da die besten Spiele heraus, formatiert es schön, gestaltet es schön und bietet es an als digitalen Download. Und hier sind wir auch schon bei vom Shop selber bei 300 Verkäufe. Und wie vorher erwähnt, ein Shop sollte sich immer spezialisieren auf eine Richtung. Und der zum Beispiel hat auch sehr viele verschiedene Darstellungen von den Junggesellenspielen. Das heißt, die Spiele können auch einfach die gleichen bleiben, nur halt mit einer anderen Formatierung. Dann, was auch sehr gut läuft, gerade jetzt, wenn man sich für einen neuen Job bewirbt und einen sehr guten Eindruck machen will auf den Arbeitgeber, dass man ein richtig schönes Template hat, also Bewerbungstemplate, CV-Template, was eben ein ansprechendes Design hat. Und gerade ist der Shop zum Beispiel hat auch 3.500 Verkäufe, also eben auch sehr gute Verkäufe und hier die verschiedensten Variationen, also teilweise echt richtig schöne Planer und für uns als Verkäufer zum Umsetzen kein Riesenaufwand. Ja, jetzt haben wir mal über fünf Ideen, fünf Nischen gesprochen. Dabei könnt ihr selber überlegen, was finde ich am besten, was könnte man machen. Aber jetzt mal, was wäre der nächste Schritt? Ihr sucht euch eine Nische raus. Schaut, wie viel Konkurrenz gibt es, was könnte ich besser machen. Also man muss immer schauen. Also generell läuft es immer so ab, man sollte kein Produkt neu auf den Markt bringen, was es noch gar nicht gibt. Weil man hat keine Erfahrungsdaten, man weiß nicht, wie viel Verkäufe macht es überhaupt, wie hoch ist das Suchvolumen. Deswegen, gerade was eben auch so Plattformen wie Etsy angeht, kann man so gut schauen, wie gut so ein Produkt läuft und einfach, es hört sich dumm an, aber dann lieber eine Copycat machen, Produkt analysieren, verbessern, anders machen, besser gestalten und man weiß eben, es ist Potenzial da, Nachfrage ist da und man kann damit Geld verdienen. Wobei ich jetzt ein Fan bin, dass man eben das meiste outsourced. Also ich selber zum Beispiel, ich erstelle da nichts selber, weil zum einen mal ich bin gar nicht kreativ und ich kenne mich auch nicht wirklich aus mit den verschiedenen Programmen, um sowas zu gestalten. Das Einzige, was ich benutze, ist Canva, wenn ich selber noch ein paar Sachen ändern muss, gerade jetzt im Amazon KDP-Business. Jedoch braucht man auf Etsy schon extrem gute Qualität, was die Templates angeht. Und deswegen kann man dabei einfach zu Fiverr gehen. Wenn man jetzt zum Beispiel Planer eingibt, digitalen Planer, da kommen hier direkt viele Vorschläge von Freelancern, die für euch Planer erstellen. Und wie ihr seht, von den Preisen her sind die nicht hoch. Also bewegen sich so zwischen 15 € bis gute Planer bis 60 €.
Kommt immer darauf an, ob das jetzt eben fürs iPad nutzbar sein soll oder ob man das, ob es nur eine PDF-Datei sein soll, die man herunterladen kann. Dann, wenn man es zum Beispiel noch eingehen würde, Stundenplan. Gibt es auch verschiedene Anbieter, die einen Stundenplan erstellen können. Oder ja, man sollte es immer auf Englisch eingeben, damit gute Ergebnisse kommen. Ja, in dem Fall hat Fiverr selber verstanden, was ich will. Oder wenn ich mal die Meilensteintafel eingebe, Milestone auf Englisch, sind hier eben auch richtig schöne Templates, wobei eine eben nur 10 € kostet. Und wie vorher gesagt, 10 € sind nicht viel, da würde ich dann direkt 10, 15 verschiedene Templates erstellen lassen, verschiedene Milestone-Templates, um dann eben auch dem Markt Alternativen zu bieten. Da jetzt nicht jedem vielleicht das eine Produkt gefällt, was du hochgeladen hast, sondern dass du eben über die Cross-Selling-Effekte noch andere Produkte vorschlagen kannst. Oder was können wir noch suchen? CV-Templates. Gibt es auch Anbieter ohne Ende. Und wie ihr seht, kostentechnisch sind die nicht wirklich hoch. Also das Kostenverhältnis zum Risiko ist eigentlich extrem niedrig. Also wenn man jetzt hier, keine Ahnung, man macht sich drei verschiedene Templates, das ist schon wie ein Eintritt im Club und noch zwei, drei Getränke. Also da denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich meinen Freunden darüber rede, sie trauen sich nichts, Geld zu investieren für ein neues digitales Produkt. Aber am Wochenende kann man Geld hier ausgeben, da wieder ein Döner und so. Obwohl die Rendite in dem Fall für mich viel höher ist als jetzt irgendwie ein Essen zum Beispiel, ein Döner. Ja, genau. Das war jetzt ein kleiner Einblick in Etsy, welche Möglichkeiten es gibt, wie ihr das outsourcen könnt. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr ein Abo da lassen würdet, wenn ihr das teilen würdet oder wenn ihr einen Kommentar da lasst, falls ihr auch schon Produkte hochgeladen habt bei Etsy oder wie eure Erfahrungen wart. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart bis zum Ende vom Video und bis bald. Ciao.